Dem geneigten Wiederholungszuhörer wird aufgefallen sein, dass unser Gast, den wir jetzt noch nicht vorgestellt haben, ein eigenwilliger Mensch ist, weil er uns nämlich vorher darauf hingewiesen hat, dass das Death Major am Ende überhaupt nicht schön ist. Wir sind auf vielfachen Wunsch von Ullrode abgebogen zu einem B-Major am Ende. Toll. Und haben ihm das mal durchgehen lassen. Wir haben es mal durchgehen lassen, denn kompositorisch ist es, wie gesagt, fragliche Situation. Ist ein Prozess. Nee, es ging schnell. Hey, wir haben gesagt, ja, wir machen einen Podcast. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauchen wir einen Song. Und dann habe ich gesagt, ja, dann singe ich jetzt einfach schnell was. Und dann habe ich es Axel durchgeschickt. Und da war das Ding, der Drops gelutscht, wie man so schön sagt. Ja. Ja. Und Komposition ist ja auch einfach nur eine Entscheidungssache. Ja, erstens das. Sagen, und es ist auch, wie sagt man, von der Kunstfreiheit gedeckt. Uiuiuiui, das ist ein ganz anderes Thema. Also, wir sind heute hier in unserer 17. Ausgabe von Axel MV. Wir und die Musikwelt. Da ist immer so ein Delay drauf, das machen wir manchmal. Toll. Und haben einen wunderbaren Gast da. Nämlich, wir haben Ulrich Rode aus Hamburg hier. Ulle, sei gegrüßt. Hallo. Yeah. Schön, hier zu sein. Ja, wir sind ja jetzt gerade zusammen im Sing My Song Camp und deswegen bietet sich das nämlich schön an, dass wir... Wir müssen keine Spritkosten zahlen. Der Ulle ist bereits in Mannheim. So haben wir uns das gemacht. Der Ulle wird nachher bekocht. Das ist das Einzige, die Wegzählung. Und wir müssen kein Zugticket bezahlen. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir dich eingeladen haben, weil du zufällig gerade hier bist, sondern weil wir ein Thema... im Auge hatten, wofür sowohl wir, aber auch ganz besonders du eigentlich total geil exemplarisch bist. Das geht aus dem Titel unserer heutigen Folge überhaupt nicht hervor. Aber wir werden es gleich erklären. Die Folge heute heißt natürlich Ulrich Rode zwischen vielen Stühlen zu Hause. Exakt. Was wir damit... Guter Titel. Ist ein super Titel, ja, oder? Es ging ganz schnell. Dann haben wir uns schnell überlegt. Es ist direkt eingefallen. Wir haben fast kaum eine Stunde gebraucht. Aber wir wollen so ein bisschen einerseits über dich, deinen Werdegang reden und aber dann auch, wenn wir das alles schon mal abgehakt haben, so ein bisschen nachher über das Thema, wo ist man denn im Alltag unterwegs zwischen Bühnen, Studio, Vielseitigkeit, Sideman, Produzententätigkeiten, Kreativität und Dienstleistungen, alles was so auch in deinem Alltag stattfindet und da mal so ein bisschen das Mindset uns angucken und vielleicht deine Herangehensweise und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal... du bist jetzt in Hamburg, aber bist eigentlich früher aus dem Hannover Raum. Aus dem Hannoveraner Raum, genau. Da habe ich studiert. Also ich habe halt Jazz, Rock, Pop studiert. Und das habe ich in Hannover gemacht. Und wie hieß die Schule? Also Musikschule am Emmichplatz. Einfach Musikhochschule für Musik und Theater. Okay, und das macht man dann mehrere... Also ja, halt richtig neun Semester habe ich studiert. Neun Semester, okay. Jazz und Pop, Gitarre. Ja, genau. Und habe im Zuge dessen natürlich viele Leute kennengelernt, mit denen ich Musik gemacht habe, auch bis hin zur Band von Roger Cicero, was war dann so eine erste größere. Das war damals schon gelebt. Ja. Da habe ich dich das erste Mal gesehen. Und zwar, das ist nämlich auch witzig, ich hatte damals mit Roman Lob in der Tourband, wir hatten so, also als der ein bisschen bekannt war durch Stefan Raab, hat ein Album rausgebracht, dann waren wir so ein bisschen unterwegs im Fernsehen und so weiter. Und da haben wir zusammen mit der Band, Dominik Kremer war auch Bassist in der Band, und da hatten wir einen Gig in Berlin auf dem Bundespresseball, kann das sein? Das kann gut sein. Da hast nämlich du gespielt mit Roger. Okay. Das war so ein bisschen Big Band-Style, glaube ich. Absolut, ja. Und, ja, stört mich schon die ganze Zeit. Für unsere Podcast, der MV hat ein blondes Haar an seinem Bart. Das ist meine eigenen Haare, das ist nicht blond, das ist weiß. Das ist weiß. Ja, ich verstehe. Ich dachte schon, es wäre vielleicht ein, naja. Nee. Aber danke. Genau, und da haben wir nämlich gespielt mit Dominik und dann liefen wir so rum, als unser Konzert zu Ende war. Und da war noch eine größere Halle und in der großen Halle hat Roger gespielt und Ulle hat Viertelgitarre gespielt. Ja, genau, es war so Jazz-Viertel, Charlie, wie heißt es, Christian-Style-mäßig, Big Band-mäßig so ein bisschen. Und da haben wir eine Zeit lang zugehört, das war ganz witzig. Okay. Genau. Aber ich wusste, dass du das bist, ich kannte dich auch aus irgendwelchen Gründen, ich glaube irgendwie...
von irgendwelchen anderen Acts irgendwie. Aber es war ja so Hamburg und Mannheim und so ist ja, ja eigentlich schon nicht, also wir hatten keine... Also keine direkte Berührung. So genau, ne? Erstmal so durch, ja, genau, der ja, genau, spielt da, der vom, spielt vom, da, vom kennt man irgendwo. Ja, genau. Genau, ja, und die Hannoveraner Zeit, die war natürlich so die Zeit des Lernens und erste so musikalische, auch so dann Band-Gehversuche und so. Mhm. Und es hat mich aber schon dann irgendwann so gegen, weiß nicht, also das Studium war dann durch, habe immer schon mit Hamburg auch geliebäugelt. Ja. So. Also hatte da eine Hausband. Roger war ja Hamburg, oder? Roger war Hamburg, genau. Und in Hannover, das war halt alles relativ regional noch zu der Zeit. Mhm. Also viele so kleineren Jazzbands, viel Covermusik gemacht und sowas. Oder auch so Fusion-Bands haben wir auf diesen ganzen Jazzwochen gespielt und so. Mhm. Das war toll, weil die Szene damals halt echt sehr lebendig war. Wie alt warst du? In Hannover. Ne, wie man halt dann so ist, ne? So Anfang 20 bis so Anfang 30 war ich in Hannover. Ja. Und da hattest also, du dich schon entschieden, Musik zu machen. Also das war auf schon jeden Fall. Ja, war eigentlich schon vorher so einigermaßen klar, also über meinen Bruder lustigerweise, der halt Tanzmusik gemacht hat. So. Ist ja ähnlich wie bei und dir, die, ne? Und die Tanzband, Bruder? Die hat bei uns im Keller, im Partykeller, geprobt immer so. Und die hatten halt dann eben ein entsprechendes Repertoire, was man halt so auf dem Dorf eben so gespielt hat. Der ist älter, dein Bruder, genau. Und da hast du dir schon ein bisschen angeguckt, genau, was da so. Ja, und fand das halt natürlich sehr, sehr spannend, als dann so die Musiker und dann zu uns in den Keller kamen. Ne? Und dann wurde dann Schmidtchen Schleicher gespielt und der wilde, wilde Westen und Samba-Partie. Und aber so. Das war nicht die Mucke, die du damals gehört hast? Was hast du vor dem Studium gehört? Vor dem Studium, also als mit der Gitarre dann losging, war tatsächlich so Rockzeug, so Instrumentalrock. Mhm. So, und habe dann erst recht kurz vor dem Studium angefangen, mich dann für Jazz zu interessieren. Aber so ein bisschen erstmal so mit der Brechstange. Ich habe Jazz erst überhaupt gar nicht verstanden. Mhm. War dann eher so in dieser ganzen Instrumentalrock-Welt auch so unterwegs. Also mit den damaligen 90er-Jahre-Gitarrenhelden. Ne? Also Joe Satriani, Steve Vai. Ah, ne? Und dann kam später über Pat Metheny und Wes Montgomery kam dann so der Jazz in mein Leben. Und dem Jazz habe ich mich dann auch so während des Studiums überwiegend gewidmet. So, und dann halt auch so Jazz, kleinere Jazzbands gehabt. Hannover hatte eine recht lebendige Szene, so. Da konnte man einfach viel spielen und auch einfach auch schon Geld verdienen, ne? So als Sideman, als Working Musician, ne? Viele Jazzbrunches und so sowas. Und das war echt toll zum Lernen so, und auch da diese Szene dazu zu beleben. Da warst du relativ schnell auch wirklich so den Berufsalltag. Irgendwie schon. So gecheckt. Aber dann kamen ja auch ganz andere Dinge. Ja, und dann kam dann vor allem der Umzug dann nach Hamburg, nach Hamburg, genau, über eine Band, auch so eine Popband bin ich dann nach Hamburg gekommen, in der ich dann auch eine Weile gespielt habe und habe dann mit meiner jetzigen Frau dann ein Studio in Hamburg dann auch bezogen. Das Blue House Studio. In dem war das wir schon ein Studio? Das ist ja in erster Linie so ein Haus einfach nur, in dem wir wohnen jetzt seit 2010. Ja. Und da drin befindet sich halt eben unser kleines Blue House Studio, in dem wir halt eben leben, weil meine Frau ist auch Musikerin. Die Anne de Wolf, können wir ja laut aussprechen. Genau. Auch Musikerin, spielt auch ganz viel. Ja, weil ihr macht, das ist auch ein geiles Ding, ihr macht mega geile Dinge in dem Studio, weil ihr einerseits natürlich deine Gitarrenskills da anbieten könnt, gleichzeitig aber die Anne als sehr versierte, flexible Streicherin. Das ist eine mega geile Kombi letztendlich. Und das merkt man ja auch, dass sich viele Leute bei euch entweder einmieten oder euch direkt buchen, um entweder Gitarren und oder Streicher, Sätze zu recorden. Das ist schon eine geile Kombi, weil ihr einfach beide open-minded seid, was musikalische Stilistiken angeht und das aber eben auch zu Hause abdecken könnt und das recorden könnt, was ja viele andere Leute jetzt in der Kombi gar nicht so anbieten können irgendwie. Total. Gitarren gibt es schon immer ein paar Leute, die das zu Hause natürlich recorden können, aber so die Kombi bei euch, mega geil. Das ist Und wir können natürlich auch so eigenverantwortlich arbeiten. Ne? Also da wir das halt alles unter einem Dach haben, können wir uns das alles komplett selber einteilen. Manchmal kommen natürlich dann auch Leute, was ist dann oft so der schönere Teil, kommt zu uns und lassen sich so kleinere so EPs produzieren, Singer-Songwriter-Sachen. Also schon eher so auf der akustischen Ebene, auf der wir da so unterwegs sind, aber jetzt gar nicht so sehr in der Dance-Welt oder so, sind schon eher so in der Handmade-Welt zu Hause. Und
das ist eine super Ergänzung zu dem ganzen Live-Gespiele auch. Ne? Ja, also, weil aber da sind wir schon so ein bisschen beim Thema. Das ist ja dann wieder nicht nur eine dienstleisterische Sache, spiel mir mal eine Gitarre oder spiel mir mal ein Cello oder eine Geige auf, sondern da deckt ihr eigentlich auch so ein bisschen die produzentische Sache ab und so auch ein bisschen die kompositorische Seite. Also das ist, vermischt sich ja alles total irgendwie. Mhm. Also das ist auch ein Thema, über was wir heute reden wollen. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zurück, Jazzstudium, genau. Instrumental Rock Vergangenheit und dann aber auch viel Covermucke, Popmucken gespielt. Genau, und dann natürlich auch so die ersten Sideman-Gigs dann, ne? Als dann so wirklich so Bands dann so angefragt haben. Wie eben beispielsweise Roger und darüber kam dann noch dann Rosenstolz, dann gab es auch mal eine Zeit bei Right Said Red sogar, mit habe ich da wie in London Platte eingespielt, mit denen auch auf Tour gewesen und so und auch so viele so Künstlerbegleitungssachen gemacht, viele Aushilfen, so bei Aki Bosse und bei Johannes Oerding oder ne? Und ja. Das ist einfach eine recht bewegliche Geschichte gewesen. Ich hatte halt nie wirklich so eine ureigene Band. So, also das ist so meine Band, da schreibe ich meine Songs, sondern ich war eigentlich immer schon eher in erster Linie Gitarrist für andere Leute eigentlich. Ne? Genau. Ja. Und als Sideman dann halt eben so recht, so probiere ich zumindest so beweglich wie möglich zu sein, ne? Dass man halt dann eben so ein Pop-Act spielen kann. Und jetzt seit knapp 10 Jahren mittlerweile spiele ich jetzt halt auch bei BAP. Ja. Das ist eigentlich so eins der Hauptprojekte, wo ich dann auch noch so als Schreiber noch mit drin sitze und auch mit Anne, meiner Frau. Du hast ja mit Wolfgang zusammen die Songs auch teilweise geschrieben, ne? Ja, genau. Ja. Also die Musiken, ne? Mhm. Genau. Mhm. Und das war nochmal eine ganz schöne Erfahrung, wo dann eben so eigene Musik und eigene Songs dann auch auf so einer Plattform dann so stattfinden können. Ja, ja. So, weil sonst natürlich so Schreibereien oft ja auch, wisst ihr auch, so für die Schublade auch mal. Und bei Wolfgang gab es das erste Mal dann wirklich so eine Direktverwertung sozusagen, ne? Dass dann wirklich so Demos und Layouts dann sofort eben betextet wurden. Daraus wurden dann Platten gemacht und dann mit der Band erarbeitet und so. Mhm. Das war schon eine sehr befriedigende Geschichte. Und das läuft auch immer noch. Ist auch immer spannend. Also ich meine, ich kenne dich jetzt von Sing Mein Song ein bisschen besser, weil wir da immer nebeneinander sitzen und viel spielen und man auch gegenseitig so ein bisschen sich ergänzen muss und so. Und das ist immer super spannend, weil man einfach bei dir auch merkt, dass du total viele Stilistiken irgendwie ausgecheckt hast. Man merkt, dass du, wenn du einen Rockriff spielen sollst, dass das dann auch wie die Rockgitarre klingt. Das finde ich immer super spannend bei Gitarristen. Mhm. Weil es gibt Gitarristen, die jetzt vielleicht im Jazz wirklich fit sind, aber man merkt dann, dass Rock vielleicht so ein bisschen ein Fremdkörper ist. Ja. Das kennt man vielleicht auch von anderen Instrumenten. Absolut, ja. Und bei dir hat man so das Gefühl, so, ja cool, der hat ewig in der Rockband gespielt. Ach so, cool, der hat mal in der Big Band gespielt. Alles klar, verstehe ich. Funky-Zeug. Also man merkt irgendwie, dass du sehr schnell switchen kannst und dich auch sehr sicher durch die Sounds bewegst. Und ich meine, als Gitarrist fällt mir das halt auf, weil ich mich auch mit den ganzen Sounds natürlich befasse irgendwie. Aber da ist wirklich so, oh ja cool, das nimmt man dem jetzt irgendwie alles ab oder so. Ne? Das finde ich irgendwie spannend, wenn Gitarristen so schnell durchgemogelt. Ja, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass man so, ne, sicher das Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Aber das merkt man bei dir halt nicht. Bei dir hat man dann immer so das Gefühl, so, ja, der kann mir jetzt alles verkaufen. Das passt schon. Das klingt auch immer so, dass es geil ist dann. Aber das ist eigentlich das ist ja unser Thema heute. Vielseitigkeit letztendlich, aber eben nicht mit dem Hahnenfuß der Langeweile oder der Uninspiriertheit oder der fehlenden Stilsicherheit. Nur im Gegenteil, wie du schon sagst, bei dir ist es wirklich so, du nimmst die Bab-Klampfe in die Hände und bist da dreckig, rockig, bluesig unterwegs. Mhm. Und dann müssen wir bei Sing Mein Song, ich sage jetzt extra müssen, weil da kommt die dienstleisterische oder die Sideman-Funktion. Da bist du einer von 10 Leuten im Studio, der gesagt bekommt, okay, hier, jetzt musst du die Skanks spielen. Ja. Und 3 Nummern später ist die Nylon-Gitarre am Start und mach mal bitte ein bisschen Spanisch. Ja. Machst du immer schön. Ne? Ja, ihr teilt euch das ein bisschen. Ich meine, da habt ihr natürlich insofern bei den wenn man dann dafür die Ukulele. Mit 2 Gitarristen ist natürlich spannend, weil ihr sagen könnt, da habe ich keinen Bock drauf, ist nicht so meins, mach du das mal und so weiter. Aber trotzdem ist ja genau diese Vielseitigkeit ein Fluch und Segen zugleich. Ja. Ich finde es total spannend, das zu machen. Mhm. Ich nehme es bei dir so auch wahr. Letztendlich ist ja alles Musik, ne? Also, und das hat auch, finde ich, hier so jede Stilistik auch seine absolute Berechtigung. Man muss
eben auch alles erstmal vernünftig machen. So, ne? Also da habe ich ja auch überhaupt nie eigentlich irgendwie so ein Dünkel gehabt. Auch als ich in Bands gespielt habe, die ich mir jetzt nicht privat anhören würde oder so, habe ich trotzdem immer mir so einen Aspekt rausgesucht, der auch eine Herausforderung darstellt. Ja. Ne? Also man muss eben natürlich die Ästhetik erstmal begreifen, man muss erstmal schnallen, worum geht es überhaupt, ne? In dieser Art Musik. Ja. Und das waren echt auch sehr lehrreiche Prozesse, durch die ich dann auch selber durchlaufen bin. Hatte da auch noch gerade so frisch aus dem Studium kommt, auch so eine leichte Jazz-Arroganz vielleicht bei einigen Projekten, wo ich dachte, naja, komm, jetzt spiele ich halt hier mal so diese paar Akkorde und so. Bis mich dann halt so die Bandleader oder Leaderinnen dann ganz schön auch dann zur Seite genommen haben. Sagen, ey, das ist da so nicht. Ne? Okay. So, du spielst ja jetzt so Filz, die haben da nichts zu suchen und so. Und sich dann wirklich dann mal mit der Thematik und der Stilistik dann auseinanderzusetzen, das war dann echt so ganz, ganz heilsam. Ne? Und da, oder halt dann eben auch mal Blueslick zu spielen, das ist halt eben nicht nur einfach ein Griffbild ist, sondern es ist eben doch wirklich was, das aber ein bisschen tiefer geht. Ne? Und da hat einfach so jede Stilistik und auch jeder Act und jede Form so seine Herausforderung. Ja. Und das nehme ich schon wirklich sehr, sehr ernst und probiere auch da immer so den Künstler oder die Künstlerin immer auch zu verstehen. Ne? Und das ist genau der nächste Punkt. Also die Grundidee, also wir hatten ja erst vor, einen Podcast alleine zu machen. Und dann habe ich zu Axel gesagt, wir brauchen ein Versuchskaninchen. Das dann später, aber eigentlich war ja die Idee, hey, ich würde gern mal über dieses Welten-Switchen oder dieses Umschalten, diese Musiker-Modi, die man so wechseln muss, reden. Weil ich habe mir das dann irgendwie so vorgestellt, es gibt so ein Dreieck und da ist dann halt zum Beispiel diese Kreativwelt, wo man wirklich so versucht, alles wegzulassen, was so Musiktheorie irgendwie vielleicht ist und dann wirklich nur in so einen kreativen Modus gehen und Sachen erfüllen so ein bisschen eher. Ne? So, und dann gibt es diesen Modus, wo man so Dienstleister ist, wo man eigentlich nicht so viel kreativen Input reinbringt. Das ist manchmal gar nicht gefragt. Man muss eigentlich eher so abliefern. Genau. Ne? Also man muss eher so funktionieren. Und dann gibt es diese Welt, die ich auch noch irgendwie fand, die sich ein bisschen unterschieden hat von den beiden anderen Welten, nämlich so im Ensemble-Modus zu funktionieren. Mhm. Da ist ja beides so ein bisschen gefragt. Du hast ein bisschen was Kreatives, du hast ein bisschen was Dienstleistermäßiges, aber es ist noch eine Komponente, nämlich in so einer großen, in so einem großen Komplex zu funktionieren. Ne? Mhm. Wenn du jetzt einmal in der Big Band gespielt hast, da ist die Gitarre so eine untergeordnete Funktion. Ja. Da kann ich nicht einfach ein Blues-Solo über alles drüber spielen. Ja, sondern ich muss halt wirklich einfach mal Ensemble die Stilistik spielen. Eben wirklich kennen und die erfassen. Und vor allem, was halt bei all diesen auch genannten Aspekten hilfreich ist, was mir geholfen hat, ist einfach, dass das Ego einfach zu Hause zu lassen. Ne? Ja, das wollte ich gerade sagen. Was mir das ist halt total egal, wer welchen Part spielt. Es muss halt eben der Sache dienen. Ne? Das und ist aber in allen Musik, drei Bereichen relativ wichtig eigentlich. Und ne? Die Musik ist einfach immer der Chef. So, ne? Ja. Oder die Chefin. Ja. Und das ist halt einfach sehr ein wesentlicher Aspekt. Und wenn man sich darauf einlassen kann und sein Ego im Griff hat, dann ist überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part. Ein Akkord zu spielen. Und du, ich meine, du spielst auch mal ein super Solo plötzlich und dann kommt irgendwie, gerade bei Sing My Song, kommt dann der Künstler und sagt so, das passt mir gar nicht. Ne? Weil einfach, ich fühle es nicht. Ja. Und dann muss man einfach sagen, ja, ich habe hier gerade das geilste Solo gespielt, aber es will niemand. Ich muss jetzt was anderes spielen. Ne? Und das ist halt einfach so, es ist halt erstmal so, aber dann ist es, dann will das Ego wieder so, ne? Wo du sagst so, ey, beruhig dich. Das ist halt nicht der Job jetzt. Aber das Spannende bei dir finde ich, ich fange jetzt mal positiv an und dann kitzle ich was Fieses aus dir raus, versuche ich zumindest. Positiv finde ich unglaublich, ich kenne dich ja in mehreren Situationen. Also wir sind bei Bab zusammen, wir sind bei Sing My Song zusammen, wir haben ein paar andere Sachen zusammen gemacht. Und es ist sehr stilistisch abwechslungsreich gewesen, was wir schon gemeinsam gemacht haben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast immer Oberwasser und bist immer positiv an die Sache rangegangen. Mhm. Selbst wenn das mal so ist, dass jemand sagt, nee, Gitarre ist scheiße, will ich da nicht in dem Song. Oder du musst zweite Geige spielen. Ne? Du bist bei Bab so ein bisschen mit der Anne zusammen in der Wir-leiten-die-Band-Funktion. Da gibt es natürlich eine weitere Funktion dabei. Trotzdem wollen 1000 Leute was von dir und du hast immer noch den Schalk im Nacken. Und vor allen Dingen, ich habe den Eindruck, dass du immer Spaß dabei hast. Ich habe selten Momente, wo ich so gedacht habe, oh, der Uli ist gerade genervt oder uninspiriert oder
Spielscheiße oder so. Es ist immer so, dass man denkt, geil. Und jetzt will ich aber von dir wissen, natürlich ist es ein Mindset, das hast du gerade schon gesagt. Man, die Musik ist immer die Chefin und daraus zieht man so ein bisschen auch den Spaß an der Freude. Aber gibt es auch Situationen, wo du sagst, okay, jetzt geht es mir richtig auf den Sack, jetzt nervt es mich eher. Das würde ich jetzt eher abhaken als, okay, das mache ich nicht nochmal. Gibt es solche Momente, kannst du dich in sowas erinnern? Und mit wem also, war das? Ja, genau. Also die gab es auf jeden Fall. Und ich muss aber echt sagen, so in den letzten 15 Jahren oder so, glaube ich echt an Holz, gab es diese Momente fast gar nicht. Also ja, weil dann doch ich immer probiere, der jeweiligen Situation einfach was abzugewinnen. Ne? Und was ist da vielleicht auch so ein Lerneffekt? Ne? Selbst, ich meine, ich habe eine Tour mit Helene Fischer gespielt vor irgendwie 15 Jahren. Und selbst da konnte ich für diese Zeit, in der ich da in dieser Konstellation war, auch mal einen Frieden damit machen. Ne? Ich bin da nicht jeden Abend dann irgendwie in den Tourbus gestiegen und so, was ist denn das hier eigentlich? Ne? Und deswegen habe ich doch jetzt nicht irgendwie das Instrument erlernt und mir irgendwie teure Gitarren gekauft. Sondern habe eben geguckt, okay, wie connecte ich mich mit der Band, ne? und wie ist so der Energiefluss auch in so einer Konstellation? Und konnte da auf jeden Fall auch dem was abgewinnen, konnte mich dann daran erfreuen, dass einfach die Band toll war, dass wir eben gut miteinander gespielt haben. Dann hat man sich vielleicht den Gesang ein bisschen leiser gemacht. Aber konzentrierst du dich so auf das Positive dann auch. Definitiv. Und auch auf das, was da auch noch drinsteckt an Herausforderungen. Ne? Weil auch eben so eine Achtel Schlaggitarre, ne? die muss dann halt eben funktionieren. Und natürlich immer auch den Respekt vor dem Auftraggeber einfach auch haben, ne? Weil du bist ja schließlich eben engagiert von jemandem. Du kriegst das Geld dafür, dass du halt diesen Job eben machst. Und man hat immer die Möglichkeit zu sagen, nee, mache ich nicht. So. Aber wenn ich halt eben einer Sache zusage, dann bin ich auf jeden Fall all in. So, ne? Und probiere dann eher innerhalb des möglichen Rahmens was mitzugestalten. Ne? Aber wenn mich dann halt eben Sachen nerven, oder beziehungsweise mir Sachen auffallen und ich sehe da so ein Potenzial, Dinge zum Positiven zu ändern, dann gehe ich da halt eher rein so, ne? und probiere da ein bisschen, vielleicht ein paar Impulse zu geben. Halt, ne? Aber das ist auch so ein spannendes Thema, was wir auch bei Sing Mein Song immer wieder haben, aber auch in einer Situation, das nehme ich auch so wahr, ich bin auch so ein Typ, wenn ich merke, okay, da ist was, wo ich vielleicht eine Idee hätte, stilistische Art, Interplay, whatever, dann sage ich die gerne, wenn man das Gefühl hat, da ist Raum dafür da oder da ist eventuell Akzeptanz, dass da was kommt. Jetzt sind wir beispielsweise bei Sing Mein Song einfach 10 Leute plus vielleicht noch der eine oder andere Produzent und der oder die Künstlerin. Da ist viel häufig nicht so der Platz dafür da. Ja, klar. Wie ist es für dich? Du bringst immer mal Sachen an, das nehmen wir ja auch so im Alltag, im Studio nehmen wir das wahr, sei es Harmonieänderungen oder wie dieses Voicing oder andere Gitarre, andere Sounds. Wenn dann aber direkt kommt, nee, ist nicht, dann passiert da genau, wir hatten es gerade mit dem Ego, das Gitarrending ist so ein Ding, Solo nicht, aber es gibt ja noch eine weitere Komponente, das ist einfach dieses Dranbleiben. Ich will immer noch kreativ anbieten und schieben und sagen, wäre doch geil, wenn das nach meinem Geschmack oder nach meinen Ideen funktionieren würde. Dann gibt es da vielleicht aber auch den Punkt, wo man sagt, okay, ich stelle fest, das ist hier so nicht. Dann gehe ich mal runter von dem Gas und trotzdem bin ich noch dabei am Spielen, noch eine geile Gitarre sozusagen. Sind das dann Momente, die du ganz kognitiv entscheidest oder sagst du, das passiert einfach und dann drei Wochen später denkst du mal drüber nach? Oder gibt es so Momente, wo du ganz bewusst sagst, jetzt gehe ich vom Gas mit der Kreativität? Na, ich probiere eher so die Stimmung zu checken, die halt so im Raum ist. Ne? Dass man halt einfach zusieht, dass man niemanden vor den Kopf stößt, dass man sich halt immer auf so einer respektvollen Ebene einfach bewegt, ne? So miteinander. Und wenn man merkt, okay, es ist jetzt gerade echt so eine knifflige Situation, der Künstler ist unzufrieden oder es float halt gerade irgendwie nicht und alle pokeln schon rum und hat sich jetzt echt schon lange über kleine Kicks unterhalten und hat da vielleicht auch ein paar extra Runden gedreht und Energie gelassen dann letztlich, dann nehme ich das halt wahr, dass da echt eher so
jetzt so ein Energievakuum besteht, da muss ich jetzt nicht auch noch mal jetzt den fünften Vorschlag zu einem anderen Kick oder so machen, sondern lass das dann eher so auslaufen. Soziale Kompetenz eigentlich. Ja, im Grunde genommen schon. Also Psychologie. Immer so diese Antennen haben. Ja, ne? Was Wichtiges auch da ist, ne, in dem Job. Also gerade, ich meine, bei Singman Song merken wir das ja schon arg, ne, dass man da schon die Antennen anmachen muss. Man kann jetzt ja nicht einfach so sein Ego da drüber bügeln und irgendwie so durchrennen. Man muss dann schon sehr sensibel darauf achten und den Raum lesen halt auch. Ne? Und lesen, wie die Leute drauf sind. So. Ja. Das ist schon eine krasse Herausforderung. Und auch wir als Band, ne, müssen ja eben auch aufeinander Acht geben, finde ich. Ne? Einfach so einen guten Energieaustausch. Also man merkt ja zum Beispiel, also ich weiß nicht, die Leute kriegen jetzt diesen Workflow nicht so ganz so krass mit, aber es ist ja die Situation, wir haben häufig ein weißes Blatt Papier, wenn man so will, oder da ist nur, sind quasi der Ablauf des Songs ist drauf, die Tonart, aber sonst hat jeder seine Baustelle, die er dann entwickelt sozusagen. Ihr müsst die Gitarrenarbeit entwickeln, die Drums müssen gecheckt werden, welchen Bass, Keyboards müssen sich finden, wir haben ja zwei Keyboards, die Bläser, wir sind unten im Keller, schreiben unsere Arrangements zeitgleich, werden mal weggeschaltet, dann sind wir mal eine Viertelstunde nicht bei euch, kriegen nicht mit, was ihr gerade gemacht habt. Ja. Und die Sängerinnen genauso, Backing-Sängerinnen, die sind dann mal für sich und dann kommen wir wieder alle zusammen, sind online. Und dann merkt man, okay, bei den Bläsern dauert es heute aber länger und die sind schon so ein bisschen genervt. Oder okay, da oben, oh, der sitzt jetzt zum zweiten Mal nach, muss noch eine Gitarre drüber spielen und kriegt es irgendwie nicht hin. Also jetzt, worst case, passiert selten. Ja. Nee, aber das heißt, diese Antennen, die sind einfach, es ist ja nicht immer nur eitel Sonnenschein, sondern der Tag ist dann irgendwann lang, wir sind müde und man weiß auch, okay, wir müssen heute noch einen weiteren Song machen, es wäre gut. Stress. Es ist so ein bisschen stressig manchmal und dabei auch, wie du sagst, den Raum lesen oder auf die Leute hören und checken, okay, jetzt den Vorschlag, dass wir vielleicht hinten raus nochmal die Changes komplett ändern, den speichern wir jetzt vielleicht mal, weil wir haben nur noch eine eigene Band. Genau. Wenn du jetzt alle töten willst, dann machst du jetzt auch Pragmatismus auch, aber, klar, aber immer auf so eine gewisse Ergebnisorientiertheit natürlich am Ende schon. Genau. Man weiß ja auch, und letztlich muss man, ist ja gerade eben Sing Mein Song ja auch schon eben so eine Konstellation, wo man dann liefern muss. Ne? Man hat eben nur dieses begrenzte Zeitfenster. Ist jetzt ja eben keine Band, mit der man sich jetzt einfach jeden zweiten Mittwoch irgendwie trifft und dann bis der Song irgendwie steht und so. Genau. Muss ja alles dann doch schnell gehen. Klar, und deswegen ist natürlich so ein gewisser Pragmatismus schon hilfreich. Aber man merkt es so krass oft, ne? Gerade bei uns, dass so, es ist wie so ein Mensch, wo so der Akku immer so langsam leer wird. Ne? So, also im Sinne von, okay, ich habe nur ein gewisses Potenzial an Energie, aber es ist jetzt nie so, dass wir alle plötzlich unter dem Tisch liegen und nicht mehr können. Man merkt halt einfach so, man laugt so ein bisschen aus manchmal. Ne? Und dann ist es dann so, dass man, wir kennen alle auch irgendwie Mittel, um die Stimmung dann wieder irgendwie so ein bisschen in den grünen Bereich zu kriegen. Und dann machst du halt mal einen Joke und dann lachst du mal. Und dann manchmal machst du halt vielleicht auch mal eine Pause und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Nimmst eine Menge Drogen, Kaffee und andere Substanzen. Machen wir natürlich nicht, aber dann ist es halt so. Kaffee. Ja, Kaffee natürlich, klar. Frische Luft ist auch eine ganz schlimme Droge. Aber du hast jetzt auch nicht nur, wir haben jetzt so ein bisschen produzentische Nummern oder Sidemen, produzentische Dinge bei euch zu Hause im Studio und auch woanders. Sing meinen Song, Bab, Rosenstolz hast du gesagt und so weiter und so fort. Du hast dir aber auch vor 2 Jahren dann mal in der, wo der Kalender es zugelassen hatte, auch mal Zeit genommen, deine eigene Musik zu schreiben. Dann doch, sozusagen. Ja, das stimmt. Ne? Natürlich. Also natürlich ist zu Hause auf dem Studiorechner gibt es einen Ordner, wo halt Ideen so reinkommen. Ne? Und es gab ja eben diese Pandemie, da erinnern wir uns ja noch gut dran. Ach so, in Deutschland auch. Auch. Aber nicht nur, glaube ich. Mal ein bisschen, ich erinnere mich so vage. Da habe ich tatsächlich mal so ein paar von diesen Ideen, die da rumgeisterten, mal probiert in so eine Form zu bringen und da so eine kleine eigene Instrumental-EP gemacht. Unter dem Titel Murks. Genau, Murks. Ja, weil der Ordner, in dem diese ganzen Ideen, diese unveröffentlichten, landeten,
oder immer noch landen auch, der hat halt einfach den Titel Murks. Also kommt halt alles murksig rein. Weil sonst, aber wenn ich sonst so schreibe, ist es auch immer meistens für Künstler und Künstlerinnen, die ich da so im Hinterkopf habe. Ne? Also sei es jetzt halt eben Bab oder auch jetzt für Phil Siemers habe ich jetzt gerade mal ein bisschen was angefangen. Und mit dem Pohlmann werde ich mich mal treffen und so. Oder Tucumbo ist auch so eine Sängerin, mit der wir jetzt 3 Platten gemacht haben. Und das sind dann sehr, sehr zielgerichtete Songs. Die waren nicht im Murks-Ordner drin, diese Songs. Ja, genau. Und die hatten dann eben den eigenen Act-Ordner dann so. So, vor allem, wenn es so instrumental ist, das landet dann eben. Aber das finde ich auch interessant, ne? Dass du dich ja, du machst, also das ist ja, du produzierst total viele Sachen, du hast total viele Musik auf deinem Rechner. Du musst es ja auch irgendwie alles irgendwie organisieren, sodass du es wieder findest und dass du, also... Deswegen der Murks-Ordner. Ja, deswegen der Murks-Ordner. Aber du hast da schon ein Konzept so, also dass du da durchblickst. Ja, mit Farben. Wirklich mit Farben? Ja, das geht ganz gut. Also, Grün ist schon relativ weit fortgeschritten. Okay. So Prozessfortschritt. Ja, genau. Dass ich dann halt, wenn ich dann weil die haben auch wirklich aberwitzige Titel, dann diese unfertigen Ideen. Machst du das nach Jahr? Sagst du alle Projekte in einem Jahr? Oder ist es einfach so? Ist dann einfach so drin. Und dann gucke ich mal, okay, woran will ich weiterarbeiten? Dann gucke ich mal unter den Grünen mal so nach, ob ich das vielleicht nochmal jetzt wirklich mal fertig mache. Ja. Aber meistens, wie es halt eben so ist, das kennt ihr ja auch, wenn man halt dann doch irgendwie auch zu tun hat, bleiben die eigenen Sachen am ersten. Die kommen in Murks. Muss schon so eine Pandemie kommen, dass man nochmal Zeit hat. Muss erst so eine Pandemie kommen. Wie bist du so generell als Typ gestrickt? Das ist ja genau so ein Ding. Du kommst jetzt aus dem Sing-Mein-Song-Studio, wir kommen aus Afrika zurück, dann hast du 3 Tage frei, sagen wir jetzt mal, und dann geht schon die nächste Produktion los oder BAP oder whatever. Machst du an den 3 Tagen dann den Ordner auf bei Murks und guckst dir die grünen Dinger an? Oder machst du dann eher runterkommen und brauchst du da... Sowohl als auch. Beides, okay. Ja. Also da wir das halt eben ja alles zu Hause haben, ne, dann gibt es eigentlich immer mal so Momente, wo ich mich dann wieder vor den Rechner setzen kann und Dinge tun kann. Aber natürlich habe ich ja auch noch Privatleben so, ne, und wir machen dann, ich mache dann mit meiner Frau auch dann Sachen, ne? Und gehen wie mal einfach auf mal Konzerte und so. Ach, ins Museum gehen. Sowas zum Beispiel, ja. Aber findest du trotzdem noch spannend zum Beispiel, also wenn du jetzt anfängst, einen Song zu schreiben oder so, wie, was ist oft der erste Schritt? Wie gehst du das an? Also im Falle von BAP zum Beispiel, da hatte ich so eine Idee, wie so ein Album sein könnte. Also man braucht eben für jedes Album ja eben so eine gewisse, so ein paar Schwerpunkte. Ne? Du brauchst halt eben so die Abtempo-Sachen, dann brauchst du so 2-3 Balladen, dann brauchst du irgendwie vielleicht eine 6/8-Nummer, dann vielleicht mal eine so ein bisschen exotischere Nummer und dann 3-4 Mittempo und so weiter. Also eher so stilistisch und so tempomäßig gucke ich dann, okay, was braucht so eine Platte? So, ne? Und dann sage ich, Mensch, ist mal Zeit für eine Abtempo-Nummer. So. Ah, okay. Und dann aber immer auf der Gitarre. Du hast die Gitarre in der Hand. Genau, Gitarre meistens, ja. Oder manchmal ist es dann auch ein Drum-Groove oder sowas. Manchmal sind es aber auch so Handy-Snippets, wenn ich so unterwegs bin. Dann singe ich mir irgendwie eine Hook oder einen Riff oder so dann eben aufs Handy. Schon, okay. Ja, und das sichte ich dann halt in diesen Prozessen, wenn ich weiß, okay, jetzt muss ich, oder ich habe jetzt Zeit und Lust zu schreiben, dann sichte ich auch eben diesen Handy-Ordner. Oder braucht ja auch. Und probiere den dann in so eine Form zu bringen, ne? Indem ich dann einfach. Aber du brauchst ja auch immer so ein bisschen, oder wie ist das bei dir? Ich meine, du brauchst, also mir geht das immer so, man braucht auch so ein bisschen so eine Ruhe, um jetzt zu merken, ich habe gerade eine neue Idee, ich muss einen Song schreiben oder ich will einen Song schreiben. Und ich kenne das dann oft, wenn ich dazwischen Tour bin und dann habe ich da noch vielleicht eine Produktion, dann habe ich gerade Fernsehen irgendwas gemacht und dann ist es so, dass ich manchmal so das Gefühl habe, ich habe gar keinen Platz, kreativ zu sein gerade. Mhm. Kriegst du das irgendwie hin? Oder? Ja, das meine ich, genau das. Ja. Auch nicht immer. Also wenn man wirklich eben viel spielt und auf Tour und so, selten. Also, du brauchst auch schon deine Ruhe oder so ein bisschen. Ja, also es gab so eine Zeit, da war ich alleine auf Tour, weil vieles mache ich immer mit meiner Frau zusammen. Und wenn wir dann eben nicht spielen, dann haben wir trotzdem so die Tage zusammen und so. Und dann machen wir dann, latschen wir eher rum und so und gucken uns Städte an und sowas. Hatte aber mal so eine Tour, wo ich auch mit so einer Big-Band-Konstellation war, wo wir
auch so lange in einer Stadt waren, immer so fünf Konzerte in einer Stadt. Und da habe ich tatsächlich dann mein kleines mobiles Studio aufgebaut. Und da konnte ich dann auch wirklich schreiben, aufnehmen. Und das ging tatsächlich ganz gut. Ganz gut, wenn man sich so ein bisschen langweilt, wenn man merkt, man hat jetzt eigentlich irgendwie gerade Zeit. Ja. Das bei mir dann so, fängt es dann an, sodass so Ideen kommen. Ne? Ja. Und ich merke das ganz extrem. Ich hab mit meiner Frau Pia Urlaub gemacht in Kroatien. Und da hatten wir so ein Zimmerchen, ein Häuschen mit so einem Balkon. Da war einfach Ruhe, still. Es war also neben Saison, keine Touristen. Eigentlich war es richtig langweilig. Mhm. Und es war die perfekte Stimmung, um Songs zu schreiben. Ja. Weil wir haben uns einfach gelangweilt. Wir lagen auf dem Balkon, haben gelesen. Mhm. Die Zeit flog so davon. Mhm. So, ne? Die Uhr so, ne? Ticken. Ja, ja. Und dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Ich habe da fast 4 oder 5 Sachen geschrieben, die auf mein letztes Album gekommen sind. Sehr gut. Und für mich ist das so, wenn ich merke, ich langweile mich, dann kommen die Ideen. Ja. Ist das auch so? Oder ist das meistens brauche ich immer irgendeinen Aufhänger. Tatsächlich. Okay. Das hilft auf jeden Fall. Wenn ich weiß, okay, was heißt Aufhänger? Ein Aufhänger von beispielsweise, es muss ein neues Album gemacht werden. Also wie so eine Motivation, so ein Antrieb. Genau, ne? Oder ich... ich triggert das eigene Konzept dann sozusagen. Genau. Mhm. Oder ich habe eben Lust, für einen Künstler oder eine Künstlerin mal Demos einzureichen. Ja. Dann setze ich mich hin und mache dann halt dann so 3 bis 5 Demos eben für den jeweiligen Act, dann mal so fertig. Für diejenigen, die, also ich meine, ich glaube, die Musiker unter unseren Hörern, die Musikerinnen, die wissen genau, über was wir gerade reden. Für diejenigen, die keine Musiker sind, finde ich eigentlich total lustig, weil du bist jetzt als Nicht-Kölner BAP-Mitglied, so wie ich ja auch, und du schreibst Songs, die letzte Platte von BAP, da sind alle Songs aus deiner, eurer Feder, also die Musik, und dann, die klingen dann in den Versionen, die Leute nie zu hören bekommen, also in den Demo-Stadien, klingen die Songs schon ziemlich authentisch, also man hört einen Drum-Groove, man hört ein bisschen Bass und du hast das schon so vorproduziert, aber das sind keine Vocals drauf, sondern nur so von dir gemimte Vocals, die nach Möglichkeit auch gar nicht viel vorgeben, ne? So ist es ja auch so ein Ding, du nimmst sehr wenig Worte in den Mund, und das kriegt der Wolfgang Niedecken dann und lässt sich dann inspirieren davon und textet da drauf dann kölsche Texte. Ja. Und manchmal wird er dann für irgendwas extrem angetriggert, geht es auch schnell und andere Sachen fallen vielleicht irgendwo runter. Das ist so ein Prozess dann. Das sind also von deiner Stimme ist drauf, die hört nachher keiner mehr, weil dann der Wolfgang den Text schreibt. Das ist ein spannender Workflow. Ja, genau. Und ich habe den total als extrem stimmig wahrgenommen bei dem letzten Album. Mhm. Wir sind ja als Bläser dann erst dazugekommen, wo quasi der Wolfgang seinen Part schon erledigt hatte, wo der Song dann ein Gesicht bekommt, weil er einen Inhalt textlicher Art hat. Und dann ist dann auch irgendwie klar, okay, Reggae-Nummer, Reggae-Bläser drauf oder wie auch immer. Ne? Und das ist aber ein spannender Workflow, der ist so stattfindet. Ein spannender Prozess. Also vor allem, wenn ich mache das mal mit so einem Nonsens-Englisch. Also ich gucke mir dann einfach immer, ich druck mir dann einen englischen Text aus. Der dann oft auch schon so eine Versform hat oder sowas. Das kann eben ein Songtext sein oder ein Gedicht oder so. Ja. Kombiniere aber dann wirklich eher so Satzfetzen dann immer aus den jeweiligen Passagen, die halt einfach die Melodie am besten bekleiden sozusagen. Also nimmst du schon richtige Worte, richtige Grammatik? Es ist nicht nur la la la, ne? Es sind eben schon real existierende englische Worte. Aber ergeben keinen Sinn. Ergeben nur fragmentarisch. Sinn, ne? Weil es gibt ja auch Leute, die singen so Also nee, das ist nicht Pseudo-Englisch. Nee, Gregor macht das oft so, ne? Ja, das ist so Pseudo-Englisch. Ja. Und manchmal greift auch dann Wolfgang sich so eine Textpassage dann so auf, die ihn dann inspiriert. Also es gab einen Strophenbeginn von einer Nummer, da habe ich irgendwie gesungen, Sleep in Cities, und hat daraus gemacht, schlafende Städte. Ja, klar. So, ne? Dann, solche Sachen bleiben dann. Ne? Oder das sind aus, ja Bilder, ne? Oder aus Rosie wurde dann Josie oder so. Ne? Ja. Also es ist schon so, gibt schon so ein paar Dinge, die dann halt so phonetisch zumindest relativ dicht dran sind. Aber das ist ja kreatives Arbeiten mit unfertigem Material eigentlich. Ne? Ja, total. So. Ja. Das finde ich super spannend, wenn du ein Gefühl dafür bekommst und macht ja auch ein bisschen die Erfahrung und so diese Angstbefreitheit mit so einem
mit so einem Material umzugehen, das noch unfertig ist. So, ja, ne? Ja, dass man einfach so sich einfach Sachen nimmt, die angeflogen kommen und daraus dann Kunst macht. Oder das sind die Bausteine, so mosaikmäßig. Ja, total. Ja, genau. Ja. Und vor allem habe ich dann eher das Gefühl, es ist ein fertiger Song, also als Song, als wenn es jetzt nur la-la-la ist. Ne? Oder als wenn ich die Gesangsmelodie mit so einem MIDI-Saxophon irgendwie einspielen würde. Ja. Ne? Deswegen finde ich super spannend. Deswegen ist halt eben das wirklich mit echten Silben, echten Worten immer hat einen anderen Impact. Mhm. So, ne? Aber es kommen ja auch Leute in euer Studio, die wirklich schon fertige Songs mitbringen, oder? Also die wirklich sagen, hey, Ulle oder Anne, ich habe einen Song geschrieben oder ich habe 5 Songs geschrieben, ich will ein Album machen, kann ich die bei euch aufnehmen? Mhm. Mach mal da ein bisschen was. Oder wie gehst du das an? Du sagst dann, du nimmst das musikalische Material. Ja, also das hängt natürlich immer sehr von dem Auftraggeber ab oder von demjenigen, der kommt. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade wieder jemanden da, der eher so Reinhard May-mäßig so mit Akustikgitarre kam. Mhm. Und da haben wir dann unseren Sound ein bisschen drumherum gelegt. So, okay. Ne? Also du nimmst auch mal die Akkorde und machst mal einen anderen Akkord? Ja, manchmal. So, ne? Manchmal greift man so kompositorisch dann auch so ein bisschen mit ein. Mhm. Manchmal malt man es nur aus. Ne? Das ist eigentlich das, was wir auch sehr gerne machen. Aber wie ist so, also das interessiert mich ja total, weil ich kenne die Situation, dass du einen Künstler hast, der Sachen mitbringt. Du willst ihn aber auf der einen Seite nicht verändern. Du willst also die Essenz der Person oder seiner Handschrift erhalten, willst ihn aber trotzdem an die Hand nehmen und musikalisch ein bisschen weiterentwickeln vielleicht oder so. Wie ist da die Taktik oder wie geht man das an? Hängt natürlich auch wirklich sehr an dem jeweiligen Act sozusagen. Ja. Ne? Also wir probieren immer den Künstler oder die Künstlerin zu sehen so, ne? und rauszufinden, okay, was braucht die Person? Ne? Und wir machen nie unser Ding einfach so, stülpen wir nicht einfach über, sondern wir gucken einfach, wie können wir die Vision, die es ja wahrscheinlich schon immer bei jedem gibt, in der einen oder anderen Form, wie können wir das verstärken? Ne? Und wie können wir die Person am bestmöglichsten aussehen lassen und klingen lassen? Hast du da das Gefühl gehabt, du hast da mit der Zeit dazugelernt und ein besseres Gefühl bekommen? Ja, aber natürlich mehr Vokabular, ne? Also so klanglich. So, man weiß, man kennt sich vielleicht ein bisschen besser mittlerweile eben im Studio aus. Ne? Man hat einfach die Gerätschaften ein bisschen besser im Griff und ist vielleicht auch schon ein bisschen schneller und so. Ne? Also das ist schon Erfahrung. Hörerfahrung. Und weniger über Technik nachdenken, kann schneller kreativ eingreifen und sich auf die Person einlassen. Genau. Und das ist toll. Das macht auch total Spaß. Und auch da sind wir komplett wertfrei. Ne? Ja. Also da sind wir auch genauso glücklich über jemanden, der es so hobbymäßig betreibt, ne? Der sich jetzt, zu seinem 60. Geburtstag jetzt mal erlaubt, jetzt endlich mal seine erste EP aufzunehmen oder so. Mhm. Finden wir genauso toll wie so eine Newcomer-Band, die in Startlöchern steht und Philipp Siemers. Phil Siemers, ne? Den hatten wir vor kurzem auch bei Gregor, unfassbar genialer Sänger. Ja, toller Songschreiber, also Songs, die... Geiler Gitarrist auch. Mega Gitarrist, aber auch wenn er anfängt zu singen, du bist sofort emotional bei ihm und du hast das Gefühl, der erzählt mir gerade was. So, ne? Also du willst ihm zuhören. Total. Bei so jemandem, also er spielt ja jetzt Gitarre, wirklich schön, also es ist auch nicht so, dass er nur einfach irgendwelche Akkorde... Das ist anspruchsvolle Gitarrenarbeit und sehr sensible, wie soll ich sagen, also schon eine sehr sensible Art Musik zu schreiben, würde ich sagen. So. Also man muss schon die Musik, die er macht, glaube ich, mit Samthandschuhen anpacken, damit man da nichts kaputt macht. So als Produzent. Du hast ja eine totale Verantwortung auch als Produzent. Voll. Ne? Wobei Phil produziere ich nicht. Ne? Da habe ich nur Songs mal geschrieben, auch eben in dieser genannten Art und Weise. Ne? Da habe ich ihm jetzt mal so ein paar Demos mal geschickt. Mhm. Wir wollen uns jetzt, wenn die Sing mein Song Rutsche durch ist, mal eben treffen und die Songs ausarbeiten. Aber, aber produzieren tue ich ihm gar nicht. Aber du bist dann eher so die Songwriter. Genau. Grundidee entwickeln. Ja. Und aber wenn ich ihn produzieren würde, wäre das derselbe Fahrplan. Ne? Ja. Einfach Mallorca-Pop. Ja. Schön Viertelkreisgramm runter. Aber es ist ja jetzt, also wir haben jetzt quasi produzentische Arbeit, Sideman-Arbeit. Es schwingt immer so ein bisschen auch durch. Musik ist das höchste Gut und diejenigen, die das ausüben, gilt es
zu verstehen, kennenzulernen und definitiv walten zu lassen und das, zu nähren, dieses Pflänzchen. Und da kommt eigentlich auch wieder so ein bisschen vielleicht als auch weitere logische Entwicklung auch, du bist jetzt auch Teil von dem Kreativteam oder von dem pädagogischen Team beim Popkurs in Hamburg geworden. Richtig. Seit drei Jahren jetzt. Popkurs, eine Institution, die es schon ewig lange gibt, wo es eigentlich genau darum geht, nämlich Individuen zu finden, daraus rauszuschälen, was gibt es da für junge Talente, Diamanten, die man noch irgendwie... Total. Das ist total spannend. Und da hätte ich nie gedacht, dass mir das so viel Spaß machen würde. Mhm. Ich habe halt nie wirklich unterrichtet oder sowas. Und als dann die Anfrage kam, oder es ist halt eben so eine wirklich über 40-jährige Traditionseinrichtung, daraus ist auch die Pop-Akademie Mannheim auch entstanden und so ein bisschen... Und es ist halt eben so eine Geschichte, das findet jährlich statt, immer zweimal drei Wochen. Und da kommen halt eben aus dem ganzen deutschsprachigen Raum junge Musikerinnen und Musiker zusammen, die halt diese drei Wochen jeweils... Ich kann mich da einfach anmelden als junger Musiker. Also so zwischen 20 und 30 ist das meistens. Ja. Und die haben teilweise schon eine musikalische Ausbildung, andere aber auch so gar nicht. Mhm. Wir haben immer so 60, so zwischen 50 und 60 Teilnehmende. Jedes Jahr. Und jedes Jahr, genau. Und die kommen da zusammen, um sich zu connecten und zu finden und Bands zu gründen. Ne? Die kennen sich alle vorher nicht. Da haben sich auch schon bekannte Bands. Definitiv, ja. Wir sind Helden. Johannes Oerding war da auch. Der hat da das erste Mal, glaube ich, auch angefangen mit Deutsch. Hat vorher nur englischen Soul gemacht und so. Mhm. Peter Fox war da. Mhm. Boy haben sich da gefunden. Ach, wow. Revolverheld. Und jetzt gerade vor zwei Jahren hat man eine Band, die jetzt gerade mit Clüso auf Tour war, die jetzt das Management von Clüso auch haben und so. Das ist schon echt... Und eine Paarung ist jetzt beim ESC-Vorentscheid mit dabei und so. Also scheint viel richtig gemacht zu werden. Auf jeden Fall, ja. Und wir sorgen halt eben als Dozenten eigentlich nur dafür, dass der kreative Kanal geöffnet bleibt bei denen. Ne? Also die bringen halt eben ganz viel mit von sich. Also die können teilweise echt wirklich spielen. Die kannst du wirklich echt auch schon auf Tour schicken und so. Mhm. Und für uns ist es echt immer nur schön zu sehen, was passiert, wenn die eben zusammentreffen. Genau. Ne? Weil wir lernen die ja nur bei den Aufnahmeprüfungen kennen, so als Einzelkünstler und Künstlerin. Und finden die toll. Wir suchen eben auch nur danach aus. Ne? Also wer bringt irgendwie was Eigenes mit? Ja. Wir prüfen da jetzt so kein Blattspiel, keine Gehörbildung, also nichts, was für so ein Jazzstudium oder so vielleicht geprüft werden würde. Wir wollen eigentlich nur Typen. So, ne? Und das ist halt eben das Tolle, dass wir damit so ganz viele Rohdiamanten uns da beschäftigen. Und wenn die dann wirklich in diesen Räumen dann aufeinandertreffen, entstehen wirklich spannende Sachen. Ne? Wer sich bewerben will, wo muss ich mich? Popkurs Hamburg. Popkurs Hamburg. Einfach eingeben und dann da genau, mal hin. Könnte er, genau. Ja. Also zwischen 20 und 30, sehr zu empfehlen. Ja. Gibt immer großes Abschlusskonzert dann immer nach jeder Kursphase, dann im Grünspan, so ein Kultclub. Geht das ein Jahr lang? Das ist dann zweimal drei Wochen. Zweimal drei Wochen. Genau, es gibt eine Märzphase und eine Augustphase. Aha. Und am Ende der Augustphase gibt es dann dieses Abschlusskonzert und da kommen dann auch dann Produzenten und gucken dann mal, was der Nachwuchs so macht und so. Ne? Ja, super. Und wir haben natürlich dann ganz viel auch da mit denen, so mit Mindset zu tun. Ne? Ja. Weil die sind natürlich permanent konfrontiert mit Ego. Mensch, und der kann das ja viel, viel besser als ich und so. Und wo stehe ich? Bin ich überhaupt gut genug? Und so, und dann diese ganzen Selbstzweifel und da kommt ja ganz viel hoch, so, ne? Gerade in diesen intensiven Phasen. Und da sind wir echt so als Coaches auch echt gefragt, die immer wieder daran zu erinnern, großer pädagogischer ihr habt alle Support, was in euch, so, und geht damit einfach irgendwie in Verbindung und ganz vertraut darauf. Eigentlich finde ich es total spannend deswegen, weil du, wie wir letztendlich auch, ein Studium gemacht hast. Ich kann die Inhalte deines Studiums kenne ich jetzt nicht auswendig, aber es ist sicherlich sehr ähnlich wie auch mein Studium war, nämlich eigentlich Scheine machen, Jazz, Harmonie, Gehörbildung und so weiter und so fort. Also eine sehr akademische Herangehensweise an Musik, die einem sehr viel Wissen auch vermittelt.
in meinem Studium war es so, die Emotionalität, das Individuum ist dann nicht so krass gefördert worden. Ja. Und das, was du beschreibst beim Popkurs oder auch bei der Popakademie oder auch das, was Stefan Raab damals gemacht hat bei dem DSDDD, GBP, wie es immer hieß, wo der Gregor, die Steffi Heinzmann, Roman Lob, solche Leute dann entdeckt wurden. Da geht es dann also eher darum, Charakter zu finden, Typen zu finden. Total. Dass du das jetzt aber machst mit deiner akademischen Vergangenheit, oder beziehungsweise mit deiner Erfahrung stilistischer Vielseitigkeit über deine letzten Jahrzehnte, ist natürlich spannend, dass man sich dann in diese Position begibt und sich immer wieder zurückbesinnt auf, es geht nicht darum, wie schnell und geil du den Sound oder die Stilistik spielen kannst, sondern was du für ein Typ bist eigentlich. Total, ja. Weil das ist das, was die Leute hören wollen oder was das Interesse schürt. Aber du hast ja, wir haben ja zum Beispiel, du hast jetzt auch dieses Buch von Rick Rubin gelesen. Richtig. Das finde ich ganz interessant, weil dieses Buch ja eigentlich genau da sich darum, um dieses Thema dreht, so was, womit du dich auch so beschäftigst, so, oder? Was ist Kreativität? Wie ist man kreativ? Vor allen Dingen, was ist das Mindset im Studio? Wie kann man aus den Leuten das rausholen? Und ich habe es jetzt auch angefangen zu lesen. Ich hab die Hälfte jetzt. Und ich finde es toll, oder? Er beschreibt das einfach so gut. Und eben diesen inneren Bewerter einfach auch auszuschalten und so. Ja, solche Sachen. Und die sind ja in deinem Ding so wichtig, das, was du machst. Und da geht es ja gar nicht darum, jetzt phrygisch und mixolydisch jetzt perfekt spielen zu können, sondern es geht darum, wie holst du aus einem Künstler oder aus einem Menschen eigentlich so das heraus, was er eigentlich sein könnte oder so. Und was steht dem Menschen im Weg, ne? Um eben dieser Künstler so sein zu können. Aber was für ein wichtiger Teil es ist. So von definitiv. Und deswegen macht es echt so Spaß, da so ein Teil von diesem Team eben auch zu sein. Ja. Hätte ich nie gedacht. Das ist eigentlich eher so ein Geben und Nehmen. Weil ich sehe das echt so als auch so persönliche Bereicherung, da einfach auch dann auch zu sehen, wenn da so Knoten platzen. Ne? Ja. So, dann haben wir ja dann doch eben nicht viel Zeit mit den Bewerberinnen da, aber trotzdem reicht es, dass man so eine kleine Reise mit denen machen kann. Ne? Super spannend, weil das ist ja das, was wo es in deinem Fall auch, du beschäftigst dich halt auch mit solchen Sachen, wo es dann darüber hinausgeht, nur Gitarre zu spielen, sondern es geht darüber hinaus, was ist es, was bedeutet es, ein Künstler zu sein, was bedeutet es, kreativ zu sein, was bedeutet es, respektvoll mit dem umzugehen, ne, mit der Musik, oder auch mit den Menschen, die damit verbunden sind. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil von dem, was wir machen. So, ne? Voll. In dem Fall, was du ist halt so ein ganzheitliches Ding. Ne? Ja. Also es hat dann eben wirklich nichts mit Gitarre spielen zu tun. Ja. Ne? Es ist einfach so, wie bewege ich mich eben als Mensch auf diesem Planeten so, ne? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und das ist halt eben auch das, was wir da auch in Kursen auch immer wieder vermitteln wollen, weil die haben letztlich auch die Möglichkeit, die Welt zu gestalten, in der sie leben wollen. Ne? Sie haben, das ist ja immer eine Entscheidung. Ja, ne? Wie bewerte ich eine Situation? Wie bewerte ich einen Menschen? Wie empathisch bin ich? Wie auch mal eben auf sich zu schauen? Ne? Wo habe ich vielleicht auch mal Fehler gemacht, offen zu sein, Fehler zugeben zu können. Eben so dieses, so alles so ohne Bullshit einfach, ne, sich so zu bewegen. Ne? Ja, es gibt ja immer wieder Leute, die dann auch bei euch wahrscheinlich immer wieder irgendwie so einen Punkt erreichen, wo sie dann sagen, ja, ich bin nicht gut genug, ich pack's nicht oder so. Die dann so eigentlich so vor so einer Mauer stehen. Mhm. Und die müsst ihr auch irgendwie abholen. Also, ja, na klar. Wie ist das? Eigentlich, die sollen sich dann vor allem nicht davon so überwältigen lassen. Ne? Also sie sollen das eher so als Bereicherung sehen. Ne? Sie sollen sich echt einfach den Rucksack aufsetzen und sich immer was reinpacken, was sie dann irgendwo sehen. Oder wie als würde man eben über so einen Markt schlendern. Ne? Und du hast da eben so einen leeren Beutel drin und dann guckst du halt auch mit, das ist aber schön, das nehme ich mal mit. Mhm. Und das muss ja eben alles gar nicht in diesen 2x3 Wochen dann fertig sein. Ne? Sondern das echt eher so als Teil eines Prozesses dann auch begreifen. Ne? Und dann eher die Zeit nutzen, die sie halt dann eben zur Verfügung haben. Und die Leute total eigentlich nur motivieren. So, ne? Ja. Das ist schon toll. Und muss man sich selber auch mal wieder mal dran erinnern. Ne? Deswegen ist es ganz heilsam, das da noch mal immer wieder so zu verbalisieren. Ja. Vielleicht nochmal zu dir zurück jetzt, weil wir jetzt so ein kleiner Ausflug in Richtung Leute supporten, die den Nachwuchs finden und supporten. Du hast gerade schon gesagt, dieses Ganzheitliche, das ist mein Eindruck bei dir auch, dass du eigentlich
einen totalen Überblick über dein Schaffen hast, über den Einklang zwischen mein Leben, ich bin der Musiker, ich mache das so und so mit der Anne zusammen auch. Aber die Frage wäre jetzt für mich, du bist so ein Typ, der warst du wahrscheinlich schon immer. Klar, man wächst auch mit seinen Erfahrungen, aber hast du dich damals bewusst entschieden, nach oder während deines Studiums dieses vielseitige Musikerleben zu gehen, stilistisch vielseitig und auch Sideman, was wir alles jetzt schon genannt haben, Produzent, Kreativität. Oder ist das irgendwie so passiert? Jetzt guckst du darauf zurück, sagst du, ja, ist cool, so wie es ist. Und vielleicht nur dahin anschließend, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne gemacht, habe ich nicht gemacht? Oder gibt es noch irgendwas, was noch kommen kann? Das ist eine gute Frage. Also dieses Vielseitigkeitsding, das ist bei euch ja eben nicht anders. Ja. Das ist eher so passiert. Also weil ich damals vor allem sehr schlecht im Nein sagen war, so, aber war echt alles immer mitgemacht, ob das jetzt irgendwie eine Dixieland-Mucke irgendwie in der auf der Bundesgartenschau gewesen ist oder sonst irgendwas. Einfach immer alles erstmal so gemacht. So, ne? Das war mir einfach immer sehr, sehr viel näher, als da schon zu früh zu picky zu sein. Ja. Kombiniert mit der Tatsache, dass ich vielleicht nicht so eine krasse eigene Stimme habe in mir, so spüre ich zumindest, dass ich jetzt gar nicht anders kann, als nur mein Ding zu machen. Das bewundere ich halt eben an Leuten wie eben Stevie Ray Vaughan oder eben so wirkliche Individualisten, die so sehr ihr Ding machen, die dafür stehen und wo es einfach ganz klar ist, okay, das ist einfach diese Person, wenn ich einen Ton von dieser Person höre. Auch wieder ein Mindset halt, ne? Total. Und das habe ich bei mir nie gesehen. Es gab dann eben einen Abend irgendwie Big Band, nächsten Morgen war Fusion-Probe, dann irgendwie noch zum Jazz-Gig. Aber da geht ja noch einher damit, so ein Stevie Ray Vaughan, um dieses Beispiel zu nennen, ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, aber solche Charaktere sind häufig einfach auch können auch eine Brechstange sein, ne? Und können sehr speziell sein und können vielleicht gar nicht noch sein. Genau, das meine ich nämlich. Ja. Du musst vielleicht, wenn du so sehr dein Ding durchziehst, musst du vielleicht auch einfach der Typ dafür sein. Und vielleicht kannst du gar nicht Teamplayer sein. Vielleicht kannst du dann von den Grundvoraussetzungen her gar nicht das machen, was du in deinem Leben als Gitarrist jetzt geliefert hast. Ist halt letztlich auch so eine Prägung, ne? Ja. Weil ich hatte halt eben nie diese eine Band, mit der ich jetzt alles auf eine Karte gesetzt habe oder sowas, ne? Das war echt immer nur so rangedockt, ne, an was. Und also da eher probiert, so meinen Platz natürlich auch zu finden und auch Einfluss zu nehmen, ne, in so Konstellationen. Fand es immer schwierig, dann auch so bei manchen Bandkollegen, die dann eher in so einer Passivität waren, dann vielleicht dann, sobald dann die Bustür zu war, dann auf den Arbeitgeber gemeckert haben oder sowas. Ne? Und was ist das wieder für eine Scheiße? Ne? Wo ich dachte, ey, dann sag doch mal was, ne? Oder geh mal hin oder klär das für dich oder aber jetzt mecker hier nicht rum und so. Nee. Fand ich immer schwierig. Eben auch aus Respekt vor dem, der den Scheck bezahlt. So, ne? Aber dieses eigene Stimme-Ding finde ich total inspirierend zu sehen an Menschen, die diese Stimme eben haben. So, das ist auch das ist bei jungen Leuten, wenn man sich heute auch so, gibt es ja mittlerweile alles zu sehen, dass dann so ein 11-jähriger Derek Trucks beispielsweise genauso spielt schon wie eben jetzt. Ne? Der kam einfach damit einfach schon irgendwie auf die Welt so, ne? Gefühlt. Und dieses eigene Ding sehe ich bei mir eigentlich nicht. Aber das ist spannend, sprichst du jetzt so aus, mit viel Erfahrung schon auf dem Rücken. Das konntest du wahrscheinlich in Studienzeit noch nicht aussprechen, so bewusst. Nee. Ne? Da haben wir vielleicht auch nie die Frage gestellt. Ja, ne? Genau. Vor lauter, ich mache jetzt einfach immer so weiter und so. Und manchmal denke ich natürlich dann auch, wenn ich so hätte, wenn und wäre, ne? Ist mittlerweile aber kein Problem. Du bist nicht unglücklich. Nee, genau. Eben. Ich habe meinen Frieden damit gemacht, ne? Aber es gab bestimmt auch mal so eine Zeit, wo ich dachte, Mensch, wäre ich doch mal lieber da dran geblieben oder so. Dann gibt's ja immer dann, was, ne? Dann könnte ich jetzt auf einer Musikmesse spielen. Aber es ist krass, dass du das beschreibst. Weil aber es gibt ja auch Musiker, die genau das gemacht haben, was man sich vielleicht selber gewünscht hätte, aber dann über andere Sachen sich beschweren, die sie nicht gemacht haben. Ja, genau. Also grass is always greener. Das ist so dieses No-Regrets-Ding, halt ja auch eine Sache der
Lebenserfahrung und da beschäftige ich mich halt eben auch mit vielen Dingen, die mich da auch beruhigen. Ja. So, ne? Aber es passt mal, du hast eben gesagt, dass... Buddhismus zum Beispiel. Mit, ja. Du hast sehr früh sehr viele verschiedene Dinge gespielt, Gigs gespielt. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da kann man vielleicht, wenn jetzt junge Leute zuhören und sich genau diese Fragen stellen, jetzt... Bin ich ein Singer-Songwriter, bin ich der Frontmann, bin ich der Solo-Saxophonist-Gitarrist oder bin ich Teamplayer, bin ich Studiomensch, Produzent, wo kann denn mein Weg hingehen? Ich kann mich bei mir auch daran erinnern, es ist genau gleiche Situation. Ich habe in Mannheim studiert und ich war noch ähnlich wie du, habe mit dem Jazz erst kurz davor angefangen, war sehr open-minded, musikalisch, stilistisch schon am Anfang des Studiums. Und habe dann plötzlich irgendwie 1000 Gigs gespielt. Es gab wirklich Wochenenden, 5, 6 Gigs an einem Wochenende gespielt. Von hier ein Martin-Dixie-Ding über ein Musical-Ding, über abends Hochzeitsmucke, dann aber noch eine Jazzmucke und mit einer Soulband noch. So, also wirklich alles gespielt. Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ein WG gehabt mit Peter Potschka, sehr guter Trompeter, liebe Grüße, falls er es hören sollte, lebt in Köln jetzt. Hervorragender Trompeter, der schon sehr früh ganz klar sich soundmäßig und geschmacklich so in Richtung Bebop oder eher Hardbop-Trompete mit eigenen Songs, sehr früh schon eigene Kompositionen eingependelt hatte. Für den, das haben wir gar nicht so krass ausgesprochen, aber für jemanden wie ihn war so ganz klar, okay, der wird keine Dixie-Mucke spielen und er wird nicht bei der Soulband spielen. Und ich kann mich erinnern, an einem Wochenende irgendwie 6 Dinger zu spielen, nach Hause zu kommen abends in die WG und er hat irgendwie keinen Gig gespielt, hat aber sau viel geübt. Ne? Ja, klar. Und dann, ja, jetzt hast du wieder den ganzen Gigs gespielt, war das geil, war das, also jetzt, ne, so. Und da war eigentlich schon sehr früh klar, okay, sein Weg ist in die Richtung, mein Weg ist in die Richtung. Und so ganz bewusst, wie du es auch sagst, habe ich es nicht entschieden damals. Ja, genau, ich habe nicht Nein gesagt. Es ist einfach so passiert. Es ist so passiert. Ja. Und natürlich ein dickes Fell hat da auch geholfen. Also ja, ein guter Studienfreund von mir, der war eher auf der künstlerischen Seite, hat immer nur eigenes Zeugs gespielt, ein ganz toller Gitarrist. Und der konnte dieses Muckending halt nicht für sich ertragen. Ja. So, der konnte einfach nicht auf einer Hochzeit da jetzt stehen und irgendwie Covermusik machen. So. Und der macht jetzt mittlerweile was ganz anderes. Ne? Weil nur von seiner eigenen Musik konnte er dann doch nicht leben, macht jetzt irgendwie Computersachen. Ne? Ja, das ist eine krasse Entscheidung, die so lebensverändernd sein kann. Ne? Ich meine, ich kenne das auch ein bisschen, weil ich auch lange der Typ war mit Akustikgitarre, der Song schreibt und dann aber trotzdem immer irgendwie auch E-Gitarre gespielt hat und Solos gespielt hat und so weiter. Oder jetzt Solos im Sinne von flexibel vielleicht war und auch mal in der Band irgendwie Sideman sein konnte und so. Und ich finde, ich habe mir immer schwer getan, mich zu entscheiden. Also auf jeden Fall habe ich nie getraut, ist das falsche Wort, aber ich habe nie entschieden zu sagen, okay, ich versuche jetzt wirklich nur der Sänger und Songwriter und Typ zu sein, der Interpret ist und auf der Bühne steht und Songs performt, sondern ich fand es immer auch super spannend, was jetzt ein John Scofield macht oder was jetzt irgendwie ein Gitarren-Sideman macht. Ich wollte ich wollte mich nie festlegen auf eine Situation, weil Musik mich viel zu sehr interessiert hat. Und mir hätte was gefehlt, wenn ich jetzt nur Singer-Songwriter gewesen wäre. Ja, genau. Und das finde ich irgendwie manchmal so, was macht man aus seinen Interessen? Was macht man daraus, wo man hin will oder was einen interessiert? So, ne? Ja. Es kann ziemlich komplex sein. Und es ist ja auch total angenehm manchmal, wissen wir ja auch, sich einfach auch in so ein gemachtes Nest zu setzen. Ne? Man will ja gar nicht der Typ auf dem Plakat sein mit all den Verantwortlichkeiten, alles Vor- und Nachteile, die damit so einhergehen. Ja, also ich bin ganz froh, dass man halt einfach... Ich habe das auch nie gebraucht, aber ich wollte, aber was ich wirklich dann auch wollte oder wo ich gesagt habe, das würde ich gerne machen, ich würde gerne meine eigenen Songs singen auf der Bühne. Mhm. Weil ich habe ja auch gemerkt, ich habe eine Stimme, ich kann jetzt zwar nicht singen wie jetzt... der junge Gott, aber ich konnte... Ich kann singen wie ich und ich wollte immer lernen, einen Song auf der Gitarre zu spielen, dazu zu singen. Mhm. Und da wurde ich ja auch besser dann mit der Zeit und so. Ne? Und das sind ja auch so Künstler, zum Beispiel Phil Simmers zum Beispiel, als Beispiel da weiß man genau, okay, der muss singen. Mhm. Der singt so gut, der muss singen. Das wäre jetzt kommt so raus, schade. Ne? Oder und dann, wenn man dann Leute daneben stellt wie Derek Trucks, da sage ich, ich brauche keine Stimme von ihm. Das reicht, wenn er Gitarre spielt. Mhm. Also irgendwann entwickelt sich natürlich auch dann so vielleicht so ein Weg, der klarer wird für einen und so. Ne? Und bei mir war das immer so,
ja, ich will das irgendwie alles so ein bisschen machen, so, es interessiert mich alles. So, genau, ne? Und das ist ja auch total okay. Die Frage ist ja, muss man sich überhaupt entscheiden? Ne? Ich weiß nicht. Das Wichtigste ist ja eh, einfach seinen Frieden zu machen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist, wir können jetzt mal überlegen, hätte man das 5 Jahre früher entscheiden müssen, hätte man woanders abwägen müssen. Ich habe auch den Eindruck, es ist eigentlich so, es kommt, wie es kommt, weil man ja automatisch, wenn man sich irgendwie in sich reinhorcht und sich wohlfühlt, passieren die Dinge, wie sie aus einem heraus wahrscheinlich passieren. Oder? Ja, ich habe auch immer das gemacht, was mir Bock macht oder was, ne, was wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf, das interessiert mich, dafür brenne ich, dann war es teilweise sogar Fotografie, aber es sind immer so Strömungen, die dann kommen, für die man so brennt und da geht man halt hin. Dann. Ja, das ist ja auch total okay, es muss eben für dich funktionieren, ne? Und alles andere ist dann ja nur eben wieder ein Vergleichen mit anderen, ne? Ja. Guck mal, der steht da und ich stehe erst hier und so, aber das ist eben dann dieser Mindfuck, den man sich einfach nicht aussetzen muss. Oder zumindest muss man lernen, damit umzugehen. Ja. Ne? Ja. Genau, ich habe mir so ein schönes Interview gesehen oder gehört von so einem Golfer, der wurde interviewt und der hat gesagt, ja, wenn ich kann jetzt noch nicht so gut spielen wie Tiger Woods und so, da hätte ich ja eben, und so, das ist schon ein bisschen blöd. Aber wenn du jetzt so spielen würdest, meinte dann der Interviewer, ein ganz schlauer Typ, dann müsstest du jetzt aber auch eben deine dritte Scheidung haben, dann müsstest du irgendwie drogenabhängig sein, dann hättest du irgendwie als jetzt keine Kindheit gehabt und so weiter. Ne? Das heißt, hat halt eben alles auch so seine Schattenseite natürlich. Ja, ne? Wenn man sich jetzt, so bestimmte Figuren idealisiert, dann willst du ja vielleicht gar nicht unbedingt deren Leben gelebt haben. Das ist der Punkt. Man sieht erstmal nur das Schöne, aber wenn man dann mal tiefer geht und dann, wenn dich jemand fragt, okay, nimmst du aber auch das gesamte Paket, dann überlegt man sich vielleicht noch mal. Und das ist wirklich interessant, darüber mal nachzudenken. Genau, oder dann wären wir jetzt auch schon mit dem Hubschrauber abgestürzt. Ne? Ja. Also insofern... wird philosophisch. Ist alles, es ist alles gut, wie es ist. Und das ist auch das, was in dem Rick Rubin Buch ja eben auch steht. It is what it is. So. It is what it is. Ja, aber offensichtlich ist es ja, es geht um sich wohlfühlen, um Glück und um das Akzeptieren auch, wie die Dinge so passieren. Ja. Aber langweilig scheint es ja auch in deinem Leben nicht zu werden. Ne? Egal, wie lange man das jetzt vielleicht schon betreibt, der Kalender sieht ganz gut aus. Das ist doch verrückt, oder? Ja. Wir sind noch fast durch, aber wo geht's hin für dich jetzt? Wie geht's weiter? Als nächstes? Ja, erstmal singen wir einen Song natürlich. Natürlich singen wir einen Song zu einem guten Ende. Das machen wir jetzt erstmal zusammen. Und dann schließt sich ja direkt eben dieser genannte Kokos an. Ja. Direkt deswegen musst du auch sehr früh direkt wieder zurück. Genau, dann kannst den Partyabend mit uns. Den extra Partytag leider. Mhm. Genau, geht's direkt 3 Wochen am Stück, geht's ja dann weiter. Und dann ist im Sommer ist gar nicht so viel. Da sind so ein paar Einzelsachen mit bei Phil mache ich mal eine Vertretung oder bei Aki Bosse mal sowas. Ja. Urlaub macht ihr so ein bisschen? Dann fahren wir ein bisschen mit dem Wohnmobil rum, das haben wir uns vorgenommen. Und dann ist ja im August schon wieder die nächste Popkursphase und Ende des Jahres ist dann erst wieder eine richtige Tour. Da sind wir mit BAP dann auf Hallentour. Okay. So. Aber so im Sommer könnte vielleicht so ein Schreibsommer werden, wo ich dann eben mit das ist auch grüne Ordnersymbole könnten sich da anhören. Ja, sowas. Davon hatten wir es nämlich auch. Eben mit Leuten. Wenn du dann so da sitzt und sagst, okay, jetzt sind gerade mal nicht so viele Jobs da, dann nutzt du die Zeit und gibt es dann Output eher. Ja, genau. Weil man kennt ja glücklicherweise dann eben auch Leute. Man kann ja immer Menschen anschreiben, die zu sich einladen, mal Songwriter-Sessions selbst aktiv werden. So. Proaktiv sein. Proaktiv. Genau. Also nicht sitzen und Däumchen drehen. Genau. So, das zum Glück geht das ja. Niemand so ruft mich an. Ja, genau. Nee, also da hatte ich tatsächlich noch nie Sorge, dass jetzt das Telefon jetzt schon... Aber auch so ein bisschen, wie es in den Wald hineinschaltet, ne? Weil ihr einfach, das ist ja nicht nur proaktiv, komm mal vorbei, wir haben Wein und Gitarren da, sondern es ist ja auch wirklich, das ist nämlich auch für mich so ein Thema, was wir auch schon mal damals in einer der ersten Folgen hatten mit so, da war so die Frage Dienstleistung versus Künstler sein. Das haben wir heute auch so ein bisschen angetouched. Es ist aber auch natürlich immer so ein bisschen, was ist man für ein Typ, was ist man für ein... ist man Teamplayer, ist man ein Arsch oder hängt man gerne mit einem ab? Und in eurem Fall, in deinem Fall ist es ja einfach so, sehe ich bei sehr vielen Leuten, du bist zwar jetzt in Hamburg, aber man kennt dich wirklich eigentlich bundesweit. Eier der Ulle, klar, geil, immer ein geiler Hang und eine geile Gitarre. So, ne? Also das ist auch so ein Thema, warum vielleicht diese Funktion, diese Position als
Teamplayer, Sideman, Co-Worker, Co-Writer sich so ergibt, weil man vielleicht als Typ auch so drauf ist. Ne? Mhm. Und gerne Leute einen fragen, dass man mit denen im Bus sitzt und im Studio sitzt. Und, ne? Also das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen auch eine Self-Fulfilling-Geschichte. Auf jeden Fall. Das kann man wiederum nicht lernen. Also das ist nichts, was man im Studium lernt. Genau, es soll nicht berechnend sein. Genau, ne? Also genau. Das müssen andere Leute natürlich eher befinden, aber ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, ich habe wirklich das Interesse an Menschen. Ja, also das mag man auch, ja. Also ich heuchle dann nicht so nach dem Motto, naja, ich bin jetzt mal lieber nett, dann ruft er mich vielleicht nochmal an oder so. Weil ich glaube, das würde man auch merken. Ja. So, ne? Wenn das halt so eine Wir reden auch, wenn wir abhängen, wir haben ja dann auch mit Bab oder Simon Song immer wieder viel Zeit. Natürlich reden wir über Musik und über Gitarren oder über so Dinge, ja, aber wir reden auch viel über andere Sachen. Das ist nämlich auch so ein Ding. Wir reden, es ist nicht nur so ein Musiker-Geplänkel, sondern wir reden dann über ganz andere Dinge. Bitcoin. Zum Beispiel, ja, genau. Altersvorsorge. Nee, aus dem Bitcoin kommt man nicht raus. Ja. Du bist wieder eingestiegen, ne? Nee, eben bei die drin. Also deswegen, ich finde es total spannend, deswegen hatten wir dich heute auch eingeladen, einfach mal um so. Ja, wie hätte sich was verändern können, wenn man was entschieden hätte, aber offensichtlich jeder hat so seinen eigenen Weg und irgendwie in deinem Fall ist es einfach so, es scheint so gut zu sein, wie es ist und wenn es genauso weitergeht, ist man happy. Das ist die große Lebensaufgabe letztlich, ne? Ja, darin seine Befriedigung zu sehen. Ne? Und das, ich weiß nicht, wie es mit euren Eltern so war, was da so vorgelebt wurde, was dieses Thema anging, aber bei meinen war es eher, ich weiß nicht, das wäre vielleicht auch noch was für eine extra Folge. Die Familienaufklärung, Ulrich Rode. Ja, genau. Nee, aber da habe ich halt gelernt, okay, das würde ich gerne anders machen. Mhm. So. Schön, kurz diplomatisch formuliert. Ja, das gibt es ja immer, ich meine. Ne? Das ist ja auch schön. Ja. Und die Möglichkeit hat man. Ne? Und was man hat. Viel mehr als einfach eben Gitarren und Seitenstärken, sondern einfach das Menschsein, ne? Und die Zeit einfach, die man hat auf diesem kleinen Planeten irgendwie zu nutzen mit sinnstiftenden Dingen. Also ja, das lernt man halt, glaube ich. Ich meine, du bist ja jetzt jemand, der schon so viel Erfahrung hat. Also in deinen 20ern hast du vielleicht so noch nicht gedacht, aber mit der Zeit fängt man natürlich an, so einen Weitblick zu entwickeln. Ne? Und bei dir hat man natürlich so das Gefühl, dass du schon Vogelperspektive hast und das große Ganze sehen kannst. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Erfahrung dann, wenn man lange im Business ist, lange mit Menschen zu tun hat, abgesehen von dem, was du spielen kannst, da noch irgendwie die Welt mit weiseren Augen vielleicht zu sehen oder so. Das finde ich super spannend. Ja, das merkt man bei Leuten, die viel schon gemacht haben. So. Ja, auch so gelassen sein, auch so Leute so sein lassen. Ne? Das ist auch so in Stresssituationen, dass man dann auch so erkennt, okay, der ist gerade genervt oder vielleicht auch reagiert ungeheilt oder so, aber da hat offensichtlich gerade auch so einen Querstand so in sich, ne? Und ihn dafür nicht zu verurteilen und so. Ne? Einfach so eine Empathie grundsätzlich aufzubringen, ne? Für gerade in so kniffligen Situationen. Das finde ich immer wieder reizvoll. Reizvoll ist ein gutes, ja, das kann tolles ich tolles Schlusswort auch. Reizvoll. Weil nämlich bei mir der Unterzucker schon wieder vorher. Wir wollen ja kochen. Ich habe heute ein bisschen was eingekauft, damit wir gleich was gemeinsam verspeisen können. Da freuen wir uns. Das ist cool, dass du uns deine Zeit heute geschenkt hast. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Morgen geht's wieder weiter. Jetzt ist ja die Frage, wie lang dein Kurzzeitgedächtnis ist, ob du dich noch an die Akkorde erinnern kannst, unseres Outro-Themas. Was machen wir? Ist dir denn noch was mit der Änderung? Kannst du mir die vielleicht nochmal sagen? Nee, die Änderung, da wird nicht drüber geredet. Wir spielen das jetzt so, wie es vielleicht ist. Nie gelernt haben. Wir reden auch nicht über die Tonarten und so weiter, oder? Mikrofon hängt noch so. Ja, Pickup. Yeah. Oh, Spanish.
Ulrich Rode. Hey. Also bis demnächst. Wir freuen uns. Danke fürs Einschalten. Klickt auf alle Dinge, die gut für uns sind. Glocken, Like-Buttons und so weiter. Und wir kochen jetzt was. Bis später. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.